Ja, liebe Freunde, heute geht es um die AWP Asimov. Ein sehr schöner Skin für die AWP, was ich auch sehr geil finde, denn ich spiele ihn eigentlich immer noch. Das war einer meiner allerersten Skins, wo ich mir gekauft habe, das weiß ich noch ganz genau. Und ich glaube, hier gezeigt sogar noch in Field Tester, das eine sehr, sehr alte Gameplay-Aufnahme ist. Und bei den Asimovs. Könnt ihr euch eigentlich zumindest bei der AWP und bei der M4 völlig vergessen, was bei den Conditions steht, ja? Weil da kann zum Beispiel eine Battlescar kann da zum Beispiel genauso aussehen wie eine Field Tested, ja? Also falls ihr wisst, die Asimovs gehen ja zumindest bei der AWP und bei der M4 sowieso bloß bis Field Tested da. Da das der Entwickler so irgendwie gemacht hat, fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht, aber ihr könnt auf jeden Fall auch eine Well-Worn oder eine Battlescarred Asimov euch zulegen, falls ihr es wollt. Also die Preise sind wie gesagt in eine AWP Asimov in Field Tested kostet zurzeit noch etwa 60 Euro und falls ihr dann doch die StatTrak-Variante wollt, dann kostet das Ganze 142 Euro ebenfalls in Field Tested, ja. Aber jetzt gehen wir mal weiter zum Design. Was ich natürlich sehr schön finde an dieser Asimov ist diese Abstimmung zwischen diesem Weißen und diesem Orangenen, ja. Das ist so wirklich Science-Fiction-mäßig und ich habe auch gesehen, dass es ziemlich, ziemlich viele Leute gibt, die diese Asimov lieben und spielen. Und ich finde es einfach den schönsten Skin für die AWP. Auch wenn viele sagen natürlich die Dragon Lore und so weiter, aber wir gehen jetzt mal von dem Bezahlbaren aus und da finde ich einfach die Asimov die schönste AWP, was es überhaupt in CSGO gibt. Und falls ihr natürlich kein AWP-Spieler seid oder weiß ich nicht die AWP nicht so mögt, dann kein Problem, dann ist natürlich braucht ihr nicht so ein teuren Skin zu euch legen, aber allgemein, falls ihr AWP spielt, dann auf jeden Fall die Asimov. Sie ist immer wieder gern gesehen und auch bei Gegnern, sie schreiben dann immer, oh, Asimov, Asimov, Asimov. Also wie gesagt, hier gezeigt noch mit ein paar Fnatic-Aufklebern, weil ich habe eigentlich so gut wie auf jeder Waffe Fnatic-Aufkleber. Uff, ja. Also eine Kaufempfehlung würde ich bei der Waffe zu 1000%ig sagen, ja. Und ich würde hier sogar 5 von 5 Sternen geben, da das einfach, weil ich kann, ich kann euch so viel sagen, wie ihr wollt, und das ist einfach, das ist in meinen Augen der schönste AWP-Skin überhaupt, ja. Denn ich glaube, der wurde sogar. Wurde der von Valve gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Ob der von Valve gemacht wurde oder von Zuschauern. Aber das ist ja auch eigentlich egal, denn die Valve-Items sind oft immer teurer als die normalen User-Sachen. Also ist zumindest in meinen Augen so. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche, wenn es weitergeht mit dem nächsten Skin. Tschüss.